Hast du genug? So schnell gebe ich nicht auf. Oh, der hier? Das ist Piratenjäger Lorna Zorro, Teil der Strohbande und jemand, der gerade dem Ehrenmann-Club der Anime-Charaktere beigetreten ist. Wenn man darüber spricht, welche Szene denn in One Piece besonders gecatcht hat, fällt oft der Name Zorro in Verbindung mit dem Ende des Thriller Bark Arc. Und das zu Recht. Was Zorro hier getan hat, ist nicht selbstverständlich. Wenn man über Zorro spricht, spricht man auch sofort über Stolz, Träume, Ehre oder eben auch Loyalität. Das Opfer von Zorro im Austausch für das Leben seines Captain war etwas, was viel tiefer geht als reine Loyalität. In der Strohbande hat jeder seinen Traum, doch ich finde, die von Ruffy und Zorro sind am zielstrebigsten. Der Beste auf dem eigenen Gebiet werden eben Piratenkönig oder der beste Schwertkämpfer. Zorro hilft zwar Ruffy, seinen Traum zu erreichen, aber gibt seinen eigenen Traum nicht auf. Trotz diesem immensen Ziel, was Zorro sich gesteckt hat, war er bereit, auf Thriller Bark zu sterben, damit Ruffy weiterleben kann, um seinen Traum zu erfüllen. Doch woher kommt dieser absolute tiefe Respekt gegenüber dem Mann namens Monkey D. Ruffy? Wir müssen zu dem kommen, was Zorro heilig ist, zu dem, was Zorro schon sehr früh als Mann definierte, nämlich eine Frau. お前は俺の目標なんだぞ。ほら、男だとか女だとか、俺がいつかお前に勝った時もそういうのか？実力じゃねえみてえに。一生懸命得意してる俺がバカみてえじゃねえかよ。そんなこと言うな。約束しろ。いつか必ず俺かお前が世界一の剣豪になるんだ。どっちがなるか競争だ。 Wir wissen sehr wenig über Zorros frühes Leben, doch was wir wissen ist, dass dieser kleine Mooskopf zielstrebig wie nichts anderes war. Kuina war seine erste Herausforderung und die Bekanntschaft, die sein Leben prägen sollte. Er gab ihr das Versprechen, der beste Schwertkämpfer auf der gesamten Welt zu werden, und Kuina verstarb. Mal abgesehen davon, was mit ihr ist, ob sie in One Piece Money immer noch am Leben ist, Daichiro Oda so etwas sehr gerne macht, wie eine komische Tashigi am Rumlaufen haben und so weiter und so fort. Aber für dieses Video sind die Theorien sowieso egal, deswegen streichen wir das erstmal. Zorro ist so oder so damit aufgewachsen, dass sie eben verstorben ist. Was das Versprechen, was Zorro gegeben hat, noch viel, viel wichtiger macht. Dieses Versprechen hat sich in Zorro vertieft. Nicht nur dieses Pflichtbewusstsein, sondern die Bedeutung, das Symbol, was ein Versprechen bedeutet. Zorro ist jemand, der immer, und ich meine hier wirklich immer, zu seinem Wort steht. Und auch nur so bekommt man seinen Respekt. Er verfolgt seinen Traum, nicht nur wegen ihm selbst, sondern auch für die verstorbene Kuina. Was ihm als Menschen eine extra Motivation gibt und es zu seiner Lebensaufgabe macht. Die Begegnung mit Ruffy war eine, die natürlich die von Rayleigh und Roger widerspiegeln sollte. Zorro sah erst nur einen frühreifen Bengel, der die Welt erobern wollte. Doch er merkte etwas. Ruffy war nicht einfach nur ein Laberkopf. Dieser Gummischädel meinte, was er sagte. Zorros tiefer Respekt gegenüber Ruffy baut auf seiner eigenen Kindheit auf. Er respektiert Ruffy so sehr, weil er das ausstrahlt, was für Zorro ein gesetztes Leben ist. Um es mal so zu sagen, wie es ist, Zorro respektiert die Eier, die Ruffy immer wieder und wieder beweist. Ruffy hatte keine Crew, kein Schiff, kein gar nichts. Aber sein Nachteil beeinträchtigt sie nicht daran, seinen Traum zu erfüllen. Selbst im Anblick seines eigenen Todes hat er nichts bereut, da Ruffy nichts bereut, wenn er alles gegeben hat, um sein Ziel zu erreichen. Ruffy ist auch schließlich derjenige, der Zorro so weit gebracht hat. Ruffys Verfolgen seines Traums ließ auch Zorro immer stärker werden. Es kommt also zur besagten Szene auf der Thriller Bark. Zorro realisiert, dass wenn er Ruffy nicht zum Piratenkönig machen kann, dann könnte er niemals selbst der beste Schwertkämpfer werden. Er kommt in eine ähnliche Situation wie bei Kuina, doch dieses Mal kann er etwas dagegen tun. Außerdem bekommt Zorro am eigenen Leib zu spüren, wie weit Ruffy für seinen Traum geht. Zorro bekommt nur einen ganz kleinen Teil vom Schaden ab, den Ruffy in diesem ganzen Arc erleiden musste. Dieser kleine Moment machte Zorro die ganze Last von Ruffy bewusst und hat ihm nochmal gezeigt, wie sehr dieser Typ für sein Versprechen, für seinen Traum kämpft. In dem Manga Berserk gibt es eine Szene, in der Charakter Griffith sagt, dass er nur diejenigen als Freunde bezeichnet, die auch ihren eigenen Traum nachgehen und nicht nur einem Menschen folgen. Um Zorros Weg weitergehen zu können, um seinem Ziel gerecht zu bleiben, blieb ihm als einzige Möglichkeit übrig, Ruffys Schaden anzunehmen und das Leben seines Captain zu gewinnen. Zorro ist kein Mann der großen Worte, aber dafür der großen Taten.
Nanda kono chi no ryō wa? Oi, oi, ikite no ka? Aitsu wa doko da? Koko de nani ga atta? Nani mo wakatta. Zorro tat das nicht, um Anerkennung zu bekommen. Er hat das Ganze Ruffy nicht mal erzählt. Zorro tat es für Ruffy alleine. Aber er tat es auch, um seinen Idealen treu zu bleiben. Um weiterhin Kuina stolz zu machen, um das zurückzugeben, was Ruffy ihm ermöglicht hat. Doch seine Loyalität hört hier nicht auf. Durch den Krieg der Besten auf Marineford war die Bande getrennt von ihrem Captain. Das fand ich besonders spannend, da sie zum ersten Mal nicht bei Ruffy sein können und nur durch die Zeitung erfahren, was passiert und demnach nur schätzen können, wie sich Ruffy aktuell wohl fühlen mag. Er hat seinen Bruder verloren und sie wissen, wie emotional Ruffy ist. Um seinen Bruder echt zu retten, hat er sich in die Schlacht gestürzt, aber Ace ist vor seinen Augen gestorben. Und ich habe gar nichts davon gewusst. Es ist wohl der härteste Rückschlag, den er je erleben musste. Und weil sie das eben wissen, weil sie wissen, wie viel Ruffy in letzter Zeit durchgemacht hat, treffen sie alle große Entscheidungen. Aber keine ist so groß und von Gewicht wie die von Zorro. お前のような男がプライドを捨てる時は必ず誰かのためだと決まっている。 Schwertkämpfer werden uns innerhalb der Seele von One Piece sehr stolz präsentiert. Doch Zorro scheint so stolz zu sein, dass selbst Vegeta stolz auf ihn wäre. Und dieser Zorro, der sich solch hohe Ziele gesteckt hat, schmeißt diesen Stolz weg, um bei demjenigen, den er besiegen wollte, in die Leere zu gehen. Er geht zu dem Mann, bei dem er schwor, nie wieder in seinem Leben zu verlieren. Zorro tat das alleine aus dem Grund, um Ruffy irgendwie zu helfen. Auch diese Sache war etwas, was er nicht an die große Glocke hängen würde. Ich finde Zorro einfach enorm wichtig für die ganze Crew-Dynamik. Als Lysop die Crew verlassen hat, war ich als Zuschauer extrem traurig und habe mich gefreut, dass er am Ende des Arcs wieder zurückgekommen ist. Doch Zorro hat hier einen wichtigen Punkt getroffen. Er ist derjenige, der oftmals die harten Entscheidungen trifft und Ruffy aufklärt, in welcher Position er sich eigentlich befindet. Wenn Ruffy zu Lysop angekrochen kommen würde, würde Zorro seinen gesamten Respekt verlieren. Und Ruffy weiß, wie wichtig der Respekt für Zorro ist. Sie sind alle Freunde. Ja, das mag stimmen, aber der Respekt ist wichtig für eine funktionierende Crew. Genau das machte Zorro Ruffy klar. Wie er immer wieder sagt, sie spielen nicht Piraten, sie sind Piraten. Wenn er so tut, als könnte er die Sache so einfach unter den Teppich kehren, werde ich das nicht akzeptieren. Findest du, man kann in einer Piratencrew einfach so kommen und gehen, wann man will? Wir sind keine Kinder, die Piraten spielen. Der Respekt gegenüber Ruffy stärkte sich zwar über die Zeit, doch schon auf Jaya Island war Zorro voll von Ruffy überzeugt. Bei der Bar-Szene, die noch viel mehr hergibt als das hier, ich finde, das ist eine unglaublich gute Szene, sehen wir, dass Zorro auf Ruffys Befehl hin sich gegen die Low-Piraten, so nenne ich sie einfach mal, nicht wehrt. Er könnte sie einfach besiegen, doch aus Respekt vor seinem Captain tat er nichts. Dieser Aspekt von Zorro ist auch der größte. Ichiro Oda hat Zorro als extrem starken, typischen, ehrenvollen Mann aufgebaut, der seinen Überzeugungen nachgeht. Und das hat auch bis zu dem aktuellen Punkt geklappt. Wir lieben Zorro. Die Frage stellt sich aber, was passiert, wenn diese Ideale ins Kippen geraten? Was, wenn wir mehr über Zorro erfahren? Der Wano Kuni Arc könnte die Story-Elemente liefern, um Zorro tiefgründiger aufzubauen. Durch den Whole Cake Island Arc konnten wir sehen, wo Sanjis Liebe für die Frauen herkommt, warum er so ein Gentleman ist und dass seine Charmeur-Seite, die oft für Comedy Relief genutzt wird, auch eine sehr sympathische Seite sein kann. Ganz ehrlich Leute, wie Sanji mit Pudding umgegangen ist, war einfach unglaublich in diesem Arc. Der Wano Kuni Arc könnte also Zorro Hintergrund geben und ihn vor eine mögliche Wahl stellen. Wie eben die Crew oder sein Erbe. Wenn er zum Beispiel mehr sein sollte als ein einfacher Bürger, hey Leute, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir uns durchaus vorstellen können. Deswegen ist das hier das Beispiel, was ich gewählt habe. Wie die Details sind, wie gesagt, kann man nicht sagen, aber es geht mir darum, dass Zorro vor eine gewisse Wahl gestellt wird. Das würde ihn vor die Wahl stellen, was einen inneren Konflikt auslösen könnte und nochmal seine Entschlossenheit und seinen Respekt gegenüber Ruffy zeigen könnte. So oder so, Zorro hat noch einen langen Weg vor sich. Denn er hat es nicht nur Ruffy und Kuina geschworen, nein, er hat es der gesamten Welt geschworen. お前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえか。僕あるか。海賊王。